The Changer ist eine Webseite für Menschen, die Sinn im Beruf suchen. Und auf The Changer findet man dann alles, alle Optionen für eine solche Karriere. Also man findet Sternangebote bei NGOs und Stiftungen und Social Businesses. Man findet Events, wo man wichtige Menschen kennenlernen kann. Und man findet Informationen über die eigene Gründung eines Sozialunternehmens. Das haben wir April dieses Jahres gelauncht für Berlin. Was ganz wichtig für uns ist, dass man diese lokale Community-Aspekt hat, dass man weiß genau, was in der Stadt los ist, wie man sich dann dort vor Ort einbringen kann. Isabel hat sich bei uns gemeldet aus Hamburg und gesagt, dass sie das gut findet, was wir machen und ob wir uns überlegen würden, sowas für Hamburg zu machen. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, das auszuprobieren. Ob das, was in Berlin funktioniert, auch in Hamburg funktioniert. In Berlin passiert dazu halt schon total viel. Da gibt es eine total große Vernetzung und auch einen Austausch irgendwie. Und das fehlt irgendwie in Hamburg noch. Ich komme selber aus Hamburg und kenne das Umfeld ein bisschen, arbeite auch in der Quartiersentwicklung, kenne dadurch viele verschiedene soziale Organisationen, soziale Unternehmer auch. Und finde das ganz wichtig, sich da auszutauschen, einfach zu gucken, was funktioniert da schon, was kann man sich, wo kann man sich austauschen, welche Ressourcen kann man teilen, wo kann man sich gegenseitig aushelfen. Wir wollen das Konzept nicht eins zu eins übernehmen, sondern einfach auch die Organisation oder die Akteure, die das Thema interessiert, fragen, wie funktioniert das, wie stellt ihr euch das vor, wie kann diese Community entstehen und dann vielleicht Impulse von aus Berlin mitnehmen irgendwie, aber auch gucken, wie kann man das in Hamburg machen, was brauchen die Leute hier in Hamburg, was ist anders. Also wir stellen quasi alle Informationen zur Verfügung, wir stellen die Plattform zur Verfügung, wir können unser Wissen Isabel teilen, aber im Endeffekt muss sie einfach das aufbauen für Hamburg, was Hamburg braucht und nicht was Berlin braucht. Also es ist spannend, andere Transferprojekte zu sehen und gucken, wie hat das bei denen funktioniert, welche Tipps kann man da mitnehmen. Man sollte nicht gucken, oh, wir wissen schon alles, wir wissen, wie sowas funktioniert, sondern einfach so viel wie möglich mitzunehmen von anderen und sich natürlich auch zu vernetzen, klar. Genau, ich finde es ganz spannend, weil ich war auf dem Ökotransfercamp in Berlin letztes Jahr, bevor wir überhaupt in Berlin angefangen haben. Und jetzt in Hamburg zu sein, direkt bevor wir in Hamburg losgehen und irgendwie diese ganze Wissen, die ich jetzt seitdem gesammelt habe, noch auszutauschen und dann noch mehr irgendwie von Hamburgs Seite aus mir anzueignen, ist total spannend. Ich bin ja sehr gespannt, was jetzt kommt.